Hier wird diese Differentialgleichung angegeben und was wir suchen, das ist die Funktion y, Funktion von x, die diese Differentialgleichung erfüllt. Wir erkennen hier schnell, dass man alles in y auf eine Seite des Ist-Zeichens setzen kann und alles in x auf die andere Seite. So, man sagt, diese Differentialgleichung sei mit trennbaren Variablen. Jetzt genügt es beidseitig die Stammfunktionen zu berechnen, die sind dann gleich, aber einer additiven Konstante nah. Stammfunktion von 1 auf 1 plus y Quadrat dy, das ist selbstverständlich Arcus Tangens von y, und Stammfunktion von 1 auf x dx, das ist der natürliche Logarithmus vom Betrag von x, also so. Jetzt brauchen wir nur noch beidseitig den Tangens zu nehmen, denn der Tangens vom Arcustangens von y, das ist y. Und so finden wir, dass diese Funktion y, Funktion von x, Tangens vom natürlichen Logarithmus vom Betrag von x plus eine beliebige Konstante sein muss. Und somit haben wir diese Differentialgleichung lösen können.